nice. Think about me living my bones. If I sleep like a soul, so you can sleep in me alone. What's that mean? It's the soul. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man vielleicht schon sieht, ist es eine ungewohnte Umgebung, denn wir sind gerade in unserer neuen Wohnung. Und ich dachte mir, ich nutze gleich den Moment und zeige euch einmal eine leere Roomtour, weil wir fangen jetzt direkt an, Sachen hier reinzubringen und dann ist die Wohnung nicht mehr so schön frei. Und deswegen machen wir das jetzt direkt. Es steht auch schon was rum, aber kann ich jetzt nicht verhindern. Wir starten jetzt direkt mit der Diele. Also hier ist der Eingangsbereich. Wir filmen das jetzt mal in 05, dann kann man das ein bisschen besser alles erkennen. So, man kommt hier rein, dann hat man hier eine Tür zu unserem Büro, Ankleidezimmer. Hier hat man eine Tür, die dann weitergeht. Das zeigen wir gleich. Dann kommen wir zur Küche und zum Essbereich. Hier hat man eine Tür, da können wir direkt mal reinschauen. Hier haben wir nämlich eine Abstellkammer, die wir dann nutzen für, ja, einfach für Stauraum. Und hier haben wir auch einen Wasseranschluss, was mega, mega gut ist, weil wir hier dann unsere Waschmaschine verstauen können und die dann nicht in der Küche oder im Bad steht. Mega cool. So, jetzt sieht man das Ganze nochmal von der anderen Seite. Das ist unsere Haustür. Hier haben wir richtig cool auch so eine kleine Garderobe. Da wollen wir wahrscheinlich hier so eine Stange machen, dass wir hier so Jacken und so dranhängen können. Und dann hat man hier auch nochmal so ein bisschen Platz. Und in die Ecke, weil die ja auch sehr groß ist, wollen wir wahrscheinlich nochmal irgendwie so einen Schrank stellen oder so. Müssen wir nochmal gucken. Hier zur Rechten haben wir dann unser Wohnzimmer. Wir kommen einfach mal schnell rein. Ja, so sieht der Raum aus. Es ist eine Altbauwohnung, die frisch renoviert ist. Deswegen sind hier aber viele Schrägen und so ein bisschen komischer Grundriss, sage ich mal. Aber wir finden das ganz cool. Wie wir das hier einrichten, wissen wir noch nicht ganz genau. Aber ja, wir finden das süß, dass hier nochmal so eine süße Ecke ist. Und dann müssen wir einfach mit der Zeit gucken, wie wir es hinstellen. Komm! So, hier haben wir noch kein Licht, deswegen können wir jetzt leider kein Licht anmachen, es ist ein bisschen dunkler hier. Hier haben wir unser Büro und ich stelle hier auch noch meinen Kleiderschrank mit rein. Wir wollen hier einen großen Schreibtisch machen für uns beide. Und auf die Seite kommt dann mein Kleiderschrank. Und ja, der Raum ist jetzt nicht besonders groß, aber reicht auf jeden Fall. Und wir haben auch hier so richtig coole Türen. Die sind wir auch besonders stolz. Ja. So, jetzt kommen wir zu etwas noch auch ein bisschen Besonderem, denn unsere Küche ist hier so ein bisschen, habe ich nicht auch nicht? Ja. Ja, im Flur, würde ich mal sagen. Hier kommt die Küche hin. Wir haben leider noch keine, aber die bestellen wir jetzt. Und die braucht halt leider auch ein paar Wochen. Also wir werden auch ein bisschen ohne Küche erstmal wohnen müssen. Aber ja, hier ist dann die Küche mit offenem Essbereich. Filmen wir es mal. Also hier kommt dann unser Esstisch hin mit Stühlen. Wahrscheinlich können wir uns hier so eine Bank holen. Und das sieht dann, glaube ich, richtig gemütlich aus. Hier an die Wand kommen dann wahrscheinlich noch Schränke, also so Hängeschränke, weil wir sonst nicht genug Stauraum haben. Aber ja, das ist hier so die Ecke. Und jetzt zeigen wir noch schnell das Bad. Das ist nämlich hier gegenüber von der Küche. Und das sieht so aus. Das ist auch komplett neu. Die ganze Wohnung wurde halt frisch saniert. Das ist halt mega cool. Und wir haben halt hier auch eine super geile große Dusche. Bin ich happy, wie man vielleicht merkt. Hier haben wir auch schon einen Spiegel. Oh, eine Steckdose und Licht. Hier brauchen wir noch eine Lampe. Schön. Ah, noch ein Highlight. Wir haben hier wirklich so richtig coole Schiebetüren, die man einmal komplett zumachen kann. Die haben wir einmal hier in der Küche und auch dann nochmal da drüben beim Wohnzimmer. Und die sind richtig dick, deswegen kommt da auch nicht so viel, wie sagt man das, Geräusche durch. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn einer von uns mal Besuch hat und irgendwie im Wohnzimmer ist, dass man hier so ein bisschen trotzdem seine Ruhe haben kann. Finde ich mega cool. Jetzt gehen wir erstmal hier auf unseren schönen Balkon. Da sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber. Wir haben einen großen Balkon zum Innenhof.
so ein bisschen gucken wir auch ins Grüne. Das wird hier alles noch ein bisschen schöner gemacht, weil war ja gerade der Winter. Und ja, wir haben hier schon so eine Lounge gekauft. Der Rest steht ja gerade im Wohnzimmer. Einfach cool. Und dann kommen wir zum letzten Raum. Das ist unser Schlafzimmer. Hier haben wir jetzt meine abgelegt, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen dunkel. Hier kommt unser Bett hin, natürlich. Also das haben wir hier wahrscheinlich so geschenkt, damit wir diese ganze Wand noch nutzen können für Schrank. Dann haben wir hier dann zwei Kommoden hinstellen und da die Fernseher drauf und daneben dann noch kleiner Schrank. Genau, das ist es. So Leute, wir sind bei IKEA. Wir sind super, super fleißig. Wir haben schon fast alles gefunden. Es ist so extrem viel, ich zeige euch das gleich mal. Wir kaufen uns Packschränke, wir kaufen uns Schreibtische, die Platten und darunter so alle Schränke. Und wir kaufen uns noch eine Kommode für den Flur. Also wir dachten, vielleicht passt das alles ins Auto. Wir glauben mittlerweile nicht. Aber das werden wir gleich alles noch herausfinden. Ich bin mega, mega hyped und richtig, richtig glücklich, weil bisher funktioniert wirklich alles richtig gut. Es ist zwar stressig, weil man hier gar nicht hin und her läuft, hin und her, aber wir haben alles gefunden und wir sind richtig happy. Ich zeige euch das jetzt mal. So, wir haben hier einmal so einen Wagen mit den Alex-Kommoden, einmal so mit Schubladen, einmal hier mit so Klappdingern und das hier sind unsere Schreibtischplatten. Die sind auch so geil riesig, ich finde es mega. Und hier unten haben wir dann die eine Kommode für den Flur. Wir haben irgendwie Angst, das alles zu stapeln, aber naja. Hier haben wir Felix Kleiderschrank. Die Korpusse, die Türen, hier so Einlegedinger und hier haben wir dann schon den ganzen Bums mit den Stangen, Henkel, Körbe. Mega, mega cool. Und jetzt holt Felix gerade noch einen dritten Wagen und auf den kommen dann meine Korpusse und meine Türen für meinen Kleiderschrank. Weil Felix hat 2,38 Meter Länge oder 2,40 Meter, weiß es gerade gar nicht. Halt auf jeden Fall den großen. 2,29? Ja, auf jeden Fall. Ach, das sind die Türen. Auf jeden Fall die großen Korpusse. Und ich habe nur 2 Meter Korpus, also Höhe, weil ich brauche nicht so viel Platz. Also mir reicht das. Und ja, läuft auf jeden Fall mega. Das ist alles, was wir gekauft haben. Oh mein Gott. Also, wir haben festgestellt, das ist zu viel. Es würde vielleicht gerade so passen, wenn wir das halt alles festschnüren. Aber wir kennen uns damit zu wenig aus, um das jetzt so zu machen. Wir haben da einfach zu viel Angst. Deswegen haben wir jetzt meine Mama angerufen. Und die kommt jetzt mit einem Anhänger. Das Problem ist, dass der Anhänger halt auch nur 2 Meter lang ist. Und der Schrank ist ja 2,40 Meter oder so. Also wird es auch nochmal ein Akt. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann können wir meinen Schrank hier reinpacken. Und ja, dann kriegen wir das hin. Ist halt mega, mega scheiße alles. Ich bin mega gestresst. Wir haben jetzt 14 Uhr gleich. Wir haben noch nichts gegessen. Wir sind jetzt einfach schon 4 Stunden hier fast. Es hat so lange gedauert. Wir haben noch so viel vor. Wir müssen das noch alles in die Wohnung tragen. Ich weiß irgendwie nicht, warum wir das zu zweit gemacht haben. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch Leute fragen, ob die zur Wohnung kommen und uns beim Reintragen noch helfen. Weil es ist einfach extrem viel. Und da sind wir ja Stunden beschäftigt. Und oh, wenn wir jetzt mit dem Anhänger kommen, frage ich mich auch gerade, wo wollen wir uns hinstellen? Weil bei der Wohnung kann man halt nicht direkt einen Anhänger hinstellen. Wenn wir dann wieder so weit wegparken, dann müssen wir es alles so weit schleppen. Das ist echt der Horror. Naja, auf jeden Fall, Felix holt jetzt kurz Hot Dogs. Weil wir müssen halt jetzt eh so 20 Minuten ungefähr warten, bis meine Mutter da ist. Dann können wir jetzt kurz was essen. Und dann machen wir das alles. Ich bin super gespannt, ob es klappt. Hier ist alles voll, das ganze Auto. Und hier der Anhänger. Genau. So, wir haben unser erstes Möbelstück aufgebaut. Tada! Julian, es geht fire. Julian, es geht fire. Julian, es geht fire.
Wir haben jetzt den schon zweimal und denselben nochmal mit Schubladen zweimal. So, dann filme ich hier mal ein Update. Hier wird ein Kleiderschrank aufgebaut. So Leute, es ist einfach 18:52 Uhr. Wir sind immer noch am Werkeln, aber wir sind auch echt heute mega gut vorangekommen. Es sind jetzt echt noch die letzten Schliffe, dass wir hier die Tischplatte an den Containern befestigen, dass es alles hält und dass wir noch in dem anderen Kleiderschrank müssen wir noch die Innenfächer machen. Aber es ist echt cool. So Leute, wir haben Montag. Und wie man vielleicht schon sieht, ich sitze in einem voll bepackten Auto, denn wir haben ja gestern alles aufgebaut und heute nutze ich den Tag, weil wir haben ja Pfingstmontag und frei. Oh, das heißt hier in dem Auto. Und deswegen nutze ich den Tag, wollte ich sagen, um halt schon ein paar Sachen rüberzubringen. Ich habe jetzt hier drei fette Umzugskartons, hier noch so eine kleine Box und einen Staubsauger. Und nachher kommt noch meine Mutter. Die bringt auch noch mal, glaube ich, zwei Umzugskartons mit. Und dann habe ich erstmal, oh, jetzt habe ich mit der Mutter wieder ausgemacht. Dann habe ich erstmal einen Großteil schon drüben. Ich habe heute nämlich noch mal echt ziemlich viel einpacken können. Morgen mache ich dann noch weiter. Genau, ich fahre jetzt aber erstmal los. Deswegen höre ich jetzt auf zu filmen. Bis später. Ich bin jetzt in der Wohnung angekommen. Ich habe hier jetzt erstmal alles auf den Schreibtisch gestellt. Denn ich fange jetzt an, meinen Kleiderschrank einzuräumen. Ich habe noch nicht so einen richtigen Plan und noch nicht so eine richtige Struktur. Aber ich werde es jetzt einfach erstmal irgendwie machen. Und dann, ja, gucken wir mal, ne? Ich zeige euch hier mal meine Einteilung. Ich habe hier einmal so einen 50er-Schrank. Wir haben ja uns für, warte ich mal, 05, dann ist die Qualität zwar schlechter, aber dann seht ihr besser. Wir haben uns ja für diese Türen entschieden mit solchen Griffen. Und hier habe ich halt einfach nur so Einlegeböden für so Sachen, die ich hinlegen will. Hier habe ich eine Stange noch für etwas längere Sachen. Und hier unten will ich dann in die Körbe so Sachen wie Unterwäsche, Socken und sowas reinpacken. Und da unten kommt dann wahrscheinlich meine Sportkleidung hin. Und hier habe ich dann einfach nochmal einen großen Schrank mit zwei Stangen, weil ich hier dann alles so hinhängen will. Langarm-Shirts, Pullis, T-Shirts. Ja, hier hängt auch schon ein Teil. Ich habe mich jetzt wieder ein paar Tage nicht gemeldet, weil aber auch nicht so viel Spannendes passiert ist. Gestern waren wir noch bei IKEA und haben ein paar Sachen gekauft. Und morgen ist so der große Umzug. Eigentlich haben wir ja schon fast alles hier. Deswegen ist es gar kein richtiger Umzugstag, aber da holen wir halt mein Bett rüber, dass wir hier halt schlafen können. Also morgen ist die erste Nacht, die wir hier schlafen. Und ich habe wieder ganz viele Sachen heute mitgebracht. Ich habe mir so einen Bügel gekauft bei Amazon und da habe ich euch 50 Stück für 25 Euro, also vom Preis finde ich voll gut und die sind halt eher so ein bisschen dünner, damit die nicht so viel Platz wegnehmen, aber halt aus so einem Stoff,
ja, so Sand oder sowas, dass es halt nicht runterrutscht. Das finde ich mega gut. Ich habe viel zu wenig Bügel gehabt. Deswegen ist es jetzt echt super gut. Dann kann ich heute weitermachen und hier ein bisschen weiter einsortieren. Ansonsten kommt jetzt gleich jemand von der Küche vorbei, weil heute wird unsere Küche nochmal ausgemessen, weil wir haben ja letzte Woche bestellt, dass halt, ob die halt wirklich passt, weil dann kann erst die Küche bestellt werden. Und dafür haben wir heute den Termin um 14 Uhr. Wir haben jetzt ungefähr 13.30 Uhr. Boah, das sind echt so viele. Richtig, richtig geil. Finde ich das. Also jetzt habe ich, glaube ich, auf jeden Fall genug. Oh, runtergefallen. Gestern bei Ikea haben wir noch einen Packschrank gekauft für unseren Flur, wo dann Schuhe reinkommen und Jacken. Und ansonsten habe ich auch Deko gekauft. Wir haben Regale gekauft für unsere Küche noch. Was haben wir noch so gekauft? Mülleimer und so Kleinigkeiten. Aber es ist so krass, wir haben einfach schon wieder richtig viel Geld ausgegeben. Und ich finde das so krass, dass sich das einfach so läppert. Man denkt immer gar nicht, dass es so viel ist, aber dann ist es immer viel. Ich komme da gar nicht drauf klar, wirklich. So, diese ganzen Bügel habe ich jetzt noch. Hier unten ist schon relativ voll. Ich finde es halt ein bisschen doof, dass ich da nicht so einheitliche Bügel habe. Aber die kann man sich immer noch mal nachbestellen. Und ja, erstmal lasse ich das jetzt so. So, hier ist die Jana aus dem Schnitt. Ich habe ganz vergessen, eine Endszene zu drehen. Deswegen werde ich das hier jetzt kurz machen. Es ist schon ein paar Wochen später. Ich glaube, ich habe den Vlog vor meinem Urlaub beendet. Ich hänge leider ein bisschen hinterher mit den Vlogs. Also mit dem Hochladen, weil wir noch kein Internet haben und deswegen ist es so ein bisschen schwer, die Videos hochzuladen. Aber auf jeden Fall passiert richtig viel. Ich nehme euch immer noch mit und es kommt dann alles in den nächsten Vlogs. Seid also gespannt und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.